Servus Leute, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video. Und ich habe Post bekommen, und zwar von Amazon, Amazon, wie auch manche es nennen, wie auch immer. Und ich habe auf Facebook, und wer mich auf Facebook verfolgt, weiß ja, dass ich mir etwas bestellt habe. Und wer mich auf Facebook verfolgt, weiß, was es ist. Und ihr könnt es ja im Titel auch schon lesen. Ich habe nämlich bei Amazon einen Kindle, wie man es auch immer, wie es man es nennen möchte. Ich nenne es Kindle. Habe ich mir bestellt, nämlich den niegelnagelneuen Kindle Paperwhite und eine Schutzhülle gleich dazu. Und die werde ich euch jetzt, mit euch jetzt gemeinsam auspacken. So sieht das Paket aus. Und ich werde das jetzt öffnen. Und ich habe auf Facebook nachgefragt, ob ich ein Unpacking sehen soll. Und die meisten haben dafür gestimmt. Deswegen gibt es jetzt ein Unpacking. Das Paket ist offen. So sieht die Verpackung aus vom Kindle. Und hier ist noch etwas Werbung. Ab in den Urlaub. Was ist das? Gutschein für Amazon Kunden, ihr Preisverteil über 29 Euro. Aha, was ist das? Für Wein. Rechnung. Und das hier ist die Hülle. Und die Hülle machen wir jetzt erst auf. Eben ist das Beste Spiel zum Schluss auf. So sieht die Hülle aus. Ah, ich bin begeistert. Mit Bändchen in grün. Passend zu meinem Zimmer. Zwar etwas heller. Aber egal. Das war mein Handy. Beschreibung. Mehr oder weniger Beschreibung. Und so sieht das Ganze von innen aus. Ich finde es schön. Gefällt mir sehr gut. Bin gespannt, ob das Kindle auch reinpasst. Gehen wir mal hier hin. Und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten aus dieser Bestellung. Nämlich dem. Wo steht es? Dem Kindle Paperwhite. Mal schauen, wie man den aufmacht. Ui. Was ist denn hier? So sieht das Ganze von innen aus. Und hier haben wir die Beschreibung, denke ich mal. Gebrauchsanweisung. Ach, das ist der Stuhl. Gebrauchsanweisung. Da hinten drunter ist das Ladekabel. Sieht gut aus. So, das Ladekabel. Hui. Ziemlich lang. Und hier haben wir den Kindle von hinten und der ist noch in einer Folie und die machen wir auch mal auf. Der will nicht raus. Er funktioniert auf jeden Fall schon mal. Hey.
Cool. Lädt. Das lädt. Probieren wir mal, ob er in die Hülle passt. Ja, hier. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Welche Sprache wollen wir? Deutsch. Weiter. So nicht mehr tu ich ihn mal in die Hülle. Und wie man sieht, er passt perfekt. Ich finde das cool. Ich freue mich. Und dann wird es auch demnächst bald E-Book-Rezension von mir geben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich wirklich einen E-Book-Reader oder mir ein Kindle zulege, da ich eigentlich ein E-Book hasse. In dem Sinne könnte ich jetzt nicht sagen, aber immer E-Books verneint habe. Und ich immer gesagt habe, ich will kein E-Book mehr, ich werde keine E-Books lesen, weil dann das Gefühl eines echten Buches eigentlich ganz anders ist und ich eigentlich die E-Books nicht unterstützen möchte. Aber ich habe einige Bücher entdeckt, die es nur als E-Book gibt, und deswegen habe ich mich jetzt doch überreden lassen, einen E-Book-Reader mir zuzulegen. Und ich werde jetzt mich mit diesem kleinen Gerät beschäftigen. Und ich sag euch dann, wie ich es finde, auf Facebook. Den Link in Facebook findet ihr unten in der Infobox. Und da erfährt ihr immer die wichtigsten und interessantesten Sachen von mir. Wann ein neues Video kommt, welches als nächstes kommt, oder. Also, klickt unten in der Infobox meine Facebook-Seite an, und dann vielleicht lesen wir uns schon bald dort. Und ich würde mich freuen, und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.